Ja, liebe Lilien-Fans, es geht weiter. Am Mittwoch geht die Saison der zweiten Liga in die zweite Saisonhälfte. Gleich mit einem knackigen Spiel für die Lilien. Es kommt eine Tabellenletzte, wenn man gegen Dänisch gewinnt. Gegen wen dann? Das ist die große Frage hier. Entsprechend viel Druck lastet auf der Mannschaft, auch wenn das die Schürze gar nicht hören will. Von einem Endspiel will ich aber gar nichts wissen. Für Laudern geht es freilich auch um mindestens genauso viel, weil wenn man als Tabellenletzter abgeschlagen steht, muss man natürlich beim Drittletzten eigentlich gewinnen. Also es steht viel auf dem Spiel für beide Mannschaften. Schuster hat den großen Vorteil, er kann aus dem kompletten Kader schöpfen. Das heißt, alle Mann sind fit, macht die Sache aber auch nicht zwingend leichter, weil er hat 24 Leute plus Torhüter. Das ist schon eine Menge Holz. Die große Frage wird sein, wer neben Peter Niemeyer im zentralen Mittelfeld spielt. Es läuft vieles auf den Neuzugang von der Frankfurter Eintracht drauf, aus meiner Sicht. Slobodan Medejovic wird meines Erachtens von Beginn an spielen. Alternativ stünde noch Wilson Kamavuaka zur Verfügung. Dann geht es weiter mit den Neuen. Was passiert mit Badis Artig? Er könnte auf der linken Seite spielen, nur er kommt aus Kaiserslautern, ist möglicherweise dann übermotiviert. Das ganze Spiel hatten wir schon mal gehabt, als Yannick Stark von 1860 München hier nach Darmstadt zurückkam. Von daher tippe ich darauf, dass er zumindest mal als Joker nur draußen sitzen wird. In der Abwehr wiederum dürfte Romain Brégerie auf jeden Fall von Beginn an mit dabei sein. Er wird mit Zulu die Innenverteidigung bilden. Ich vermute auch, dass Großkreuz auf der rechten Seite in Holland gesetzt sind, dass also Neuzugang Jones auch nicht zum Einsatz kommen wird. Das Stadion ist ausverkauft, schon seit einigen Wochen. Es sind auch mehr als nur 2200 Fans aus Kaiserslautern zu erwarten, sondern es sind mindestens 3000, sodass ein Teil der Nordkurve auch mit Lautern-Fans besetzt sein wird. Es wird also ein stimmungsvolles Spiel erwartet. Und tschüss.